So gibt es viele ganz praktische und konkrete Beispiele, wo man über diesen Begriff, der sich so ein bisschen anhört wie ein verschreibungspflichtiges Rezept, Multilateralismus, wo man das vor Ort auch umsetzen kann. Gemeinsam oder allein heißt die Umfrage, deren Kernergebnisse ich Ihnen jetzt in aller Kürze mal vorstellen werde. Und wir werden hier im Raum live über die gleichen Fragen abstimmen wie die, die wir an die deutsche Bevölkerung gerichtet haben. Hat Deutschland im Zuge der Globalisierung die Kontrolle über die Gestaltung seiner Politik verloren? 60% von Ihnen, also fast zwei Drittel, sind relativ optimistisch und sagen eigentlich eher nicht, also 41% eher nein, 20% sagen sogar nein, auf gar keinen Fall gibt es einen Kontrollverlust im Zuge der Globalisierung. Wir vergleichen das mal mit den repräsentativen Daten aus Deutschland. Wie reagieren Sie dann auf dieses Gefühl des Kontrollverlusts und was sind da so, wie soll ich sagen, Best Practices, die Sie vielleicht auch aus Ihrer täglichen Arbeit dem entgegenhalten können? Nee, das finde ich auch so ein gewisses Paradoxum, auch aus dieser Umfrage oder auch aus dem, was Herr Paulsen in der Einleitung gesagt hat, nämlich, dass es in Deutschland ja diese Kultur der Zurückhaltung gibt und gleichzeitig beschwert man sich darüber, dass man keinen Einfluss mehr nehmen kann. Das ist ja in irgendeiner Weise paradox. Also wenn eigentlich müssten doch die Leute sagen, ist ja gut. Aber alle wissen, dass das eben nicht gut ist. Und deshalb finde ich, muss man sich damit schon mal etwas intensiver auseinandersetzen. Ich finde auch, dass man gegen diese Kultur der Zurückhaltung etwas machen muss. Dass bei dieser Umfrage die große Mehrheit mit dem Begriff des Multilateralismus wenig anzufangen weiß und wahrscheinlich auch die, die vorgeben, es zu wissen, es auch nicht so genau definieren konnten, dann ist das auch für uns und auch in der politischen Kommunikation ein Thema, mit dem wir uns mal auseinandersetzen müssen. Die internationale Zusammenarbeit, wer kann gegen die internationale Zusammenarbeit sein? Vielleicht darf man solche Themen auch nicht zu sehr verkopfen. Und so gibt es viele ganz praktische und konkrete Beispiele, wo man über diesen Begriff, der sich so ein bisschen anhört wie ein verschreibungspflichtiges Rezept, Multilateralismus, wo man das vor Ort auch umsetzen kann. Und das müssen wir tun. Wie wollen wir denn bei den Vereinten Nationen in New York rumlaufen und für den Multilateralismus werben, wenn wir es in Europa selber noch nicht mal vernünftig hinbekommen? Wir haben gefragt, bei welchen Themen sehen Sie den größten Handlungsbedarf für die Welt? Es gibt einen deutlichen Spitzenreiter. Fast 60% hier im Saal sagen, Klimawandel ist die größte Herausforderung, braucht den dringendsten Handlungsbedarf. Vergleichen wir mal mit dem bundesdeutschen Durchschnitt. Woran liegt es, dass wir Klima- und Nachhaltigkeitsthemen nicht so wichtig nehmen in der Debatte hier im Haus und nicht erkennen, dass da ein ganz großes Potenzial daran liegt, aktiver uns für den Multilateralismus einzusetzen? Warum war das jetzt noch kein Thema? Ich fand auch vorhin die Umfrage, wenn man sagen kann, gibt es das eine Thema mit Blick auf die Vereinten Nationen, muss ich gestehen, habe ich selber auch gesagt, erstmal irgendwie Frieden. Ja, so. Und, aber natürlich hängt das ja mittlerweile sehr eng zusammen mit der Klimakrise. Und ich glaube, das ist es, wo wir eher die Verknüpfung hinbekommen müssen. So, dass wir nicht immer sagen, da ist das Klima und da sind die Kriege, sondern sehen, wie sehr die mittlerweile zusammenhängen. Bei all dem, womit wir uns auseinandersetzen, und die Themen sind ja hier angesprochen worden, also die Globalisierung der Wirtschaft, die Digitalisierung, die Migration, der Klimawandel, das sind alles sehr unterschiedliche Probleme, aber die haben alle eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass sie grenzenlose Phänomene sind. Die Globalisierung ist die Internationalisierung der Wirtschaft. Die Digitalisierung, das World Wide Web, hat nie Grenzen gehabt. Und die Migration hat schon per se etwas damit zu tun, Grenzen zu überwinden. Und beim Klimawandel braucht man, glaube ich, dazu gar nichts mehr zu sagen. Und dennoch leben wir in einer Zeit, in der auch aufgrund von demokratischen Entscheidungen heute Regierungen im Amt sind, die diese Erkenntnis ablehnen. Und dafür wird der europäische Zusammenhalt ganz besonders wichtig sein. Das ist eine der Voraussetzungen dafür, dass uns das gelingt. Und je mehr wir Unterstützung wir dafür haben, für eine solche Politik bei uns in Deutschland, aber auch die anderen Kolleginnen und Kollegen in ihren Ländern, das ist die Voraussetzung dafür, das ist auch eine politische Herausforderung dafür, zu werben und diese gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen. Dabei helfen solche Umfragen schon. Das würden wir gerne tun. Und dazu würde ich Sie gerne alle einladen.